Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir unsere gute alte Kolonie 9 gerettet. Sie sind jetzt frei. Und ja, wir haben hier noch eventuell die ein oder andere Nebenquest zu erfüllen. Gucken wir uns mal die Karte an. Würde ich sagen. Hier ist ein Nopon-Händler, mit dem ich reden muss. Tatsächlich sind hier an der Kolonie offenbar gar keine Nebenquesten. Aber wir sollten uns trotzdem einmal umhören. Kann ja sein, dass hier so eine Informationsquest hier irgendwo wartet. Hier sollten wir auch nochmal hin, weil jetzt können wir hier hoch. Dann können wir hier diese Quest auch mal annehmen. Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts, was unser Eingreifen erfordert. So, dann hören wir uns erstmal bei Kolonie 9 um und natürlich reden wir noch mit dem Nopon-Händler. Weil da war ja auch eine Nebenquest. Jetzt sehe ich aber keinen, der mit mir quatschen will. Hallo, Harala. Die ist glücklich, dass wir zurück sind. Ja, wir haben hier halt alles am Laufen gehalten, ne? Irgendwo gibt es bestimmt eine Liste mit den Rängen, ne? So. Mit dir wollten wir reden. What to buy? Eine Knuspernuss. Ach, du verkaufst nur so ein Zeug. Davon habe ich tatsächlich nicht so viel. Nehme ich mal ein paar mit. Aber will hier echt keiner reden? Mir also so eine zufällige Nebenquest mit auf den Weg geben? Doch, hier will jemand reden. Wollte schon sagen, hier muss doch irgendwo eine Nebenquest sein. Ja, hier Landwirtschaft, ne? Landwirtschaft hat der Sion vor. Wir hören uns aber noch weiter um. Es kann ja sein, dass hier noch ein paar weitere Nebenquests sind. Wir wollen halt wirklich alles mitnehmen. Ich war schon nicht durch das Spiel durch. Wir nehmen wirklich alles mit, was man mitnehmen kann. Wie zum Beispiel hier auch mit den Leuten zu reden. Da kann ja auch manchmal so was von dieser einen Liste da kommen, wodurch man die Erfahrungspunkte hauptsächlich bekommt. Da, hier wollen auch nochmal zwei Leute reden. Okay. So, Wegweisen. Nicht alles davon sind Nebenquesten. Ja, neue Ausrüstung müsst ihr euch selber besorgen. Mir ist natürlich auch klar, ne? Verschiedene Tageszeiten geben verschiedene Questen von sich. Eigentlich müsste man bei allen Tageszeiten einmal durch die Dörfer gucken. So, dann gehen wir mal zur Kantine. Und besprechen mal, was wir zusammengetragen haben. Wir haben drei Sachen. Nehmen wir erstmal die Engpässe. Ja, die Lebensmittel sind euer größtes Problem, ne? Ja, das ist ein schweres Problem. Ja,
Also sobald das Problem gelöst ist mit den Feldern, habt ihr eigentlich ausgedient. Einfach so ein Vorratsabwurf, ne? Aber die Viecher da sind alle Level 40. Klingt nach einer guten Idee. Okay, zwei Orte, wo wir noch mal hingehen. Kann auch sein, dass ich das Instant schon habe, was die Boy, ne? Ich soll ja da offenbar einfach nur Sachen abliefern. So, Wegweisen. Let's lay out the facts. Der Arme. Url. Ja, Noah ist halt zuverlässig, ne? Genauso wie meine Noah. Vielleicht hat er einfach keinen Bock drauf. Ja, stimmt. Warum macht er das nicht so richtig? Ich werde ihn schon mal vorwarnen. Vielleicht traut er sich auch einfach nur nicht in die Gebiete. Ja, Nahrung, ne? Ja, das ist halt der Nachteil, den wir denen aufbürden, wenn wir die Uhr kaputt machen. Ja, diese Container, die schmeißen die ja überall ab. Am Mumor-Hügel. Okay, wir haben drei Nebenquesten hier. Gönnen wir uns natürlich noch was in der Kantine, ne? Delicious. Müssen ja bei Kräften sein. Okay, drei Nebenquesten. Ich sollte auch mal gucken. Ah, da ist auch noch mal direkt die Nebenquest. Eventuell habe ich ja genügend Punkte, um den einen oder anderen zu leveln. Ja, ne, auf Stufe 31 konnte ich den einen oder anderen leveln. Ich sammle verwertbare Ressourcen auf den alten Schlachtfeldern. Mit Hoheit müssen wir sprechen. Also, was hat der Ul denn für Probleme? Ja, aber warum denn?
Ach so, er will das lieber alleine machen. Warum will ich dabei nicht beobachtet werden? Ich sehe, einige Relationen haben sich verändert. Die eine ist da, die andere dort und... Warte mal, wir müssen mal hier die Mission richtig zuteilen. Da wollte ich. Und die Krise von Kolonie 9, ne? Wo findet das statt? Das ist direkt da hinten. Hol mir die Vorräte zuerst, weil das am schnellsten geht. Also Leute, die Nebenquests mit dem Vorhinden, die konnte ich noch nicht machen, aus dem einfachen Grund. Die Viecher, die da in der Nähe rumrennen, sind alle Level 50. Wir waren Enemies back then, huh? Funny how things turn out. Ich habe von der Karte her gesehen, dass ich einfach nur 5 Sachen aufsammeln muss. Ein paar Feldrationen. I'd hate to make an enemy of you. Hier war die Kleidung drin. So, da in dem Eck ist noch. Ich sehe es schon leuchten. So. Und dort sind nochmal 2 Sachen. Und wisst ihr, was ich denke, was wir hier mal machen sollten? Da oben steht noch ein Miniboss, ne? Der irgendwie nach einer Abreibung schreit, der uns damals fertig gemacht hat. Ihr versteht schon, wovon ich hier rede, ne? Beziehungsweise worauf ich hinaus will. So, eins noch, das liegt dort. An der Wand. Und dann wird der da oben kurz noch verdroschen. So, und jetzt, du da oben, du musst dran glauben. Ich will ja auch jeden Boss mitnehmen. Hallo, es ist Zeit für eine Abreibung, Zeit für Rache. Jetzt wird Rache genommen. Wow, hat der lange überlebt, Leute. Wenn man kann, nimmt man Rache an den. Und das ist unsere Belohnung. Ich habe mehr Ether, als ich jemals brauchen werde. So, und dann wollen wir noch zum zweiten Teil des Schlachtfelds, ne? Jetzt müssen wir hier oben einmal hin. Ja, hinter uns ist der Frachtabwurf, aber der ist unmöglich zu holen. Zumindest auf dem jetzigen Stand. Das wäre Level 31 gegen Level 41. Also gegen die großen Viecher komme ich nicht an. So, Proviant. Dann nehme ich das da als nächstes mit. Ist aber auch wirklich so, ne? Bei den manchen Schlachtfeldern treiben sich Leute herum, die meinen, hey, hier gibt es doch bestimmt irgendwas zu holen. Sowas gibt's immer. Die sich dann einfach daran laben, an dem Leid. So. 2 Teile müssen wir noch einsammeln. It's like looting their resting place.
not pleasant, however you look at it. That's exactly why we should save all the lives that we possibly can. Wir müssen noch mit dem Ul die Quest noch machen. Als nächstes. So, hier bitte. Ja, genau deswegen sind wir hier. Besser nicht nachfragen. Naja, mehr oder weniger schon. Ja, wir haben das auf den Siechenfeldern gesammelt. Ja, Hauptsache man bleibt am Leben, ne? Rohstoffe sind Rohstoffe. Wenn es nicht anders geht. Ach Mann, der kleine Vieh. Das war halt die einzige Möglichkeit, ne? Hauptsache, sie bleiben alle am Leben. Es dauert noch ein bisschen, bis die Lebensmittel fertig sind. Ja, müssen halt erstmal warten, bis die Felder fertig sind, ne? Ich sehe, einige Relationen haben sich verändert. So, und dann wollten wir noch die Quest machen mit diesem einem Typen hier. Hier, die. Die mit den Vorräten, die kriege ich momentan nicht hin. Steht zwar Level 28, aber ich habe keine Möglichkeit, da dran zu kommen. Ach stimmt, ja, bei den einzigartigen Gräbern, da kann man sich immerhin teleportieren. Auch nochmal ein Grund, die Platz zu machen. Weil man dann auch ein paar Reisepunkte hat. So, hier müsste der sich jetzt rumtreiben. Wo ist der denn? Wo ist der hin? Und schon war er weg, ne? Das Leiden eines Wegweisers. Guck mal, beides in der Richtung da hinten. So, Lenny, du hast ihn wahrscheinlich nicht gefunden, ne? Hm. Es ist möglich. Die Lebewesen hier in der Gegend interessieren uns eigentlich sowieso nicht. Erst da oben oder da unten? Wo
gehe ich zuerst hin. Ach komm. Ich wusste, dass ich den Fall überleben kann. Mein Ring, der redet ja auch relativ schnell. So, du hast auch keinen blassen Dunst, ne? Ich kann mir vorstellen, dass die keine gute Meinung von dem haben. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ach, wie lange war ich nicht hier? Let's make the most of our break, guys. So, wo könnte der denn stecken? Dann wissen wir jetzt, wo wir suchen. Take on the world. 700 Meter in der Richtung da. Da hinten. Ich würde aber schon gern einmal kurz die Nebenquest da oben einmal einsammeln, bevor wir zu dem Ul gehen. Außerdem will ich endlich mal das Klettern sehen. Ihr wollt das doch bestimmt auch. Also jetzt nicht die, die das Spiel von euch schon durch haben oder bei einem anderen schon zu Ende geguckt haben. Ich meine halt wirklich die... So stetig hier dabei sind, den Erfolg mit betrachten. Durch Wall, die sollten wir jetzt hochklettern können. Ja, jetzt können wir klettern. Der Mumu-Hügel. Wie stark sind die Biester hier denn? Och, nur Level 20 ungefähr. Ich würde sagen, wir sacken uns hier eben kurz die Nebenquest ein, die wir dann beim nächsten Mal machen. Und suchen dann weiter den Url. Ich hätte übrigens erwartet, dass hier oben eventuell auch ein Boss rumgammelt. Ich sehe, seit wir auch 7 Leute sind, kriegen wir auch die Bosse alle down. Guck mal, da ist sogar was zum Sammeln. Hey, what's this thing? Was ist das denn? No idea. Some kind of junk. Hey. Who's there? Hä? Du siehst cool aus. Hand it over. Noah, this guy. Yeah. He means business. Hurry it up. And by it, you mean this. Why would we ever hand it over to some knuckleheaded chump? Huh? Guys, weapons ready. Ich hab das Gefühl, das könnte ein weiterer Held sein. Ja, wir haben einen neuen Helden gefunden. Damit haben wir schon mal rausgefunden, was wir nächstes Mal auf jeden Fall machen. Jeder Held ist ein guter Held, den ich später noch gebrauchen kann. Vor allen Dingen, ihr bringt ja alle Fähigkeiten mit euch. Zack! Oh Mann, hast du viel Leben. Ich glaube, den Ul, den werden wir heute doch nicht mehr finden. No escape!
Sobald ich die Angriffskette habe. Alter, deine Pistols sind geil. Von dem, was ich sehe. Ist ja voll der Gruppenschlechter. Okay, Zeit für eine Angriffskette, Jungs und Mädels. So, ein bisschen viel Schaden gerade ausgeteilt. Die coole Socke holen wir uns. So. Die Zeit ist gekommen. Oh, doch nicht. Given Arden's ass. He's gonna regret it. Guy needs a lesson. Just to be sure, there's no chance we could talk this over. Guess we can take that as a no then. Hey, he's running away. Took a dive. Who in the world? You lot, identify yourselves. Cavessi soldier. Tell me, have you seen the man in a mask? We've been looking for him. Wait, they're with a bunch of Agnians. Must be those Ouroboros we've been hearing about. Und ich habe gehört, ich habe die nächste Kolonie zu befreien. Since when did we ever? Oh, you think you can talk your way out of a righteous beating? Not today. Und so muss ich noch mal kämpfen. Today's really not our day, is it? Aber was habt ihr denn da als Waffe? So, zack. Ich mache einfach mal direkt die Flächenangriffe. Ich pfeife jetzt mal auf Synchro 3. So. Wir wollen ja schnell loswerden. So, ich habe es geschafft. Ich habe sie mal erwischt. Neu manchmal die Wut auf den hier. Kolonie 23 ist das. Besonders stark seid ihr ja jetzt nicht, ne? Der Typ gerade eben, der war stark. So, direkt hochhelfen. Nur noch der Schütze ist da. Zack, bist alleine, Junge. Hast keine Chance. Nichts gegen uns. Was haben wir da jetzt eigentlich beschützt? Jetzt kommt's, das war ein Andenken an einen Freund von dem Typen. Ja,
getting kind of ridiculous by this point. We learned something pretty interesting, though. Yeah. They said they'd been looking for the man we fought against earlier. I wonder what happened. If Kevez is after him, then maybe he wasn't our enemy after all. I'll remind you, he did attack us, mate. Yes, that does make it hard to classify him as an ally. Some kind of deserter, perhaps? Hey, if he jumped in the river, he'll have been carried downstream. We could try and catch him at the bottom, figure out what's what. He may yet prove hostile, though. Ja, wahrscheinlich. If he does, then we whack him. And if he doesn't, we listen to what he says. Great plan, or what? Does that qualify as a plan to you? A plan takes forethought and planning. What you did is post hoc rationalize your own... What do you think? Let's go and see. Ich würde sagen, hinterher. In manchen Missionen ist es notwendig, den Spuren von Personen zu folgen. Sieh dir den Boden genauer an, um sie nicht aus den Augen zu verlieren. Haben wir das Ding denn jetzt wenigstens eingesammelt? Ich hoffe es einfach mal. Na gut, Leute. Das finden wir aber beim nächsten Mal raus. Auch was mit diesem einem Wegweiser ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!